Moin moin ihr Nasen und willkommen hier zu einer Überraschungsfolge bzw. Überraschungs-Let's Play, wie vorangekündigt. Vor Beginn der Aufnahme von Forest präsentiere ich heute jetzt mal hier als Überraschung Hound, The Real Slender Game. Ja, im Prinzip ist das eigentlich dasselbe wie das normale The 8-Page-Spiel. Allerdings grafisch und qualitativ viel, viel besser als das andere. Also auf jeden Fall viel, viel schockiger. Ich habe das mal gestern mal angezockt und da ist bei mir echt also die Kackwurst einen Meter höher geschraubt. Schon irre. Jo. Los geht's. Der Unterschied hier ist nur, anstatt 8 Seiten sind hier 10. Also etwas lustiger. Und weiter als das Haus bin ich leider auch noch nicht gekommen. Aber versuchen wir jetzt mal unser Glück. So. Wenn wir jetzt durch die Tür gehen, sind wir die gejagten Arsch. Boy! Shit. What was that? Ja, was war das? Das ist übrigens der Park Ranger. Ach nee, das ist Hausmeister Krause. Der hatte gerade seine Matschfressen-Operation hinter sich und will uns unbedingt sein Gesicht zeigen. Nein. Diesem blöden Flüchtling, wollte ich gerade sagen. Oder Boss des Parks. Oh. Dürfen wir uns nicht erwischen lassen. So, blöderweise habe ich gerade nicht auf die Karte geguckt. Machen wir aber gleich. Gehen jetzt einfach mal den Weg hier hoch. Dort ist dann bestimmt eigentlich eine Parkkarte. Komm, genau da. Und dann würde ich die Taschenlampe auch hier ausmachen, wie bei dem anderen. So, unser Standpunkt ist jetzt hier. Wir düsen jetzt einfach mal langsam in Sauseschritt nach links hinauf. Ja, falls ich mal schreien sollte, mein Telefon nicht hier neben mir, ich rufe dann halt den Herzkasper-Notarzt. Nein, mache ich natürlich nicht. Für Pampers ist auch gesorgt. Obwohl ich mich mal wieder freuen würde, hier eine neue Wandfarbe zu bekommen. Aber gut. Starten wir beim Hausmeister hier, ne? So, Hausmeister Krause. Du Schweini, du. Oh, Slender, ich bin gerade an deinem Puff hier. Ich begutachte das hier. Hast du was dagegen? Gut. Er kommt nicht, also. Können wir auch ganz gemütlich hier durchdruckern. Nein, wir müssen doch ins Haus rein. Lecko Fatz. Solche Sachen habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Oh, leck mich doch, ey. Locket. Ah. Ja, ihr hört das schon im Hintergrund, dieses Boom, Boom. Das ist eine offizielle Kampfansage des Toilettentieftauchers. Aber wenn er uns kriegt. Ich habe heute eine Rakete im Arsch. Der kriegt uns schon nicht. So, Arschloch, ich bin jetzt in dein Haus. Gut, gut, gut. Komm raus, ich habe sogar Hamsterfutter wie ich. Naja, die müssen wir nach oben. Ich hasse das. Ich hoffe, diese Drecksau ist jetzt nicht im Haus hier. Ah, da ist die Seite. Ui. Ist die Tür auf. Oh, jetzt lass uns mal schnell abbauen hier. Bevor er seine Drohung wirklich wahr macht. Und uns ausrotten will.
Aber keine Angst, ein Gummipümmel hat man ja immer dabei. So. Nochmal links hier hoch. Was war das denn? Kannst du nicht mal, du Arsch. Lass mich in Ruhe, du. Ich schwör's dir, ich hau dir eine Toilettenschüssel auf den Kopf. Lass uns mal ein bisschen rennen. Mir juckt schon wieder vor Angst die Arschritze. Solche Spiele. Also. Ah. Ja, übrigens, das könnt ihr auch kostenlos ziehen. Das ist wirklich ein Free-to-Play-Game. Mehr dazu befindet ihr in der Beschreibung. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. Hat sowas von a little bit orientierungslos. Oh, eine Tür. Ach, das ist das. Das ist die Karre. Mann, wir sind wieder im Kreis gelaufen. Dieser Hausmeister hat uns schon verflucht. Ich habe meine Parkmiete bezahlt, du Arsch. Lass mich in Ruhe. Ich pups dich an, du. Sag ich dir. Hier am Haus vorbei, am Ende der Straße, das Haus am See. Jetzt hier lang. So, kann ich mal gern haben. Alter, der klebt doch am Arsch wie so ein Parkpenner, der gerade keine Flaschen kriegt. Was ist das da hinten? Da leuchtet was. Soll ich das Sache auf jeden Fall mal... Was ist das denn? Ach, das ist ein Fernseher. Leute. Sind wir hier gerade bei Saw oder... bei Haun? Immer crazy. Ich bin happy. Entschuldigung, war das falsche Wort, Slender. Ach nee, Hausmeister. Alter. Das ist jetzt schon zweite Seite. Ich hoffe, wir werden jetzt echt nicht erwischt. Dann ist die Puppe nicht mal Jungfrau. Hey, wo bist du? Ich warte auf dich. Ich habe eine Single-Börse für dich gefunden. Da findest du die richtigen Matschfressen. So, haben wir schon. Ah. Sehr gut. Das heißt, dann drehen wir uns mal hier rum. Dort muss ein Gebäude stehen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt noch nicht gekrallt werden. Sonst sind wir Fischmett. Keinen Bock auf den Sonntag, hinter der Verkaufstheke auf dem Fischmarkt dazu stehen. Nee, du kriegst uns nicht. Hä, hey, was ist denn? Was ist das denn für ein... Hä, hey, was ist das für ein Plan? Da ist doch... Ach so. Sah gerade aus wie so ein Dixie-Klo. Oh, Kacken verbindet, ne? Sagt man immer. Ist der denn jetzt der Blödmann? Na, der verarscht uns bestimmt. Hundertprozentig. So. Oh, da ist gerade der Blitz angeschlagen. Ich hoffe mal, der hat den Blödmann beim Kacken getroffen. Das Spiel ist so heftig, Leute. Sag, zieht es euch selber. Haus. Ob
Pass auf, da gehen wir jetzt hin und da lauert er schon. Ich hoffe mal, da hat ein paar Kekse über. Klaue ich ihn alle. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Lolla. Alter, wo ist das der Mensch? Wo ist das blöde Haus? Hallo, da kommen wir doch gerade schon mal näher. Aber ist er tot oder was ist mit dem? Oder frisst er gerade Currywurst und Pommes? Ah, da ist er, das Haus. Scheiß mir ins Hemd, ey. Safe Game. Jo. Da ist die nächste Seite. Neun Scraps left. So. Wir müssen mal ganz schnell wieder... Zurückverprügeln. Bevor wir gleich alt aussehen. Kein Gebiss mehr haben. Das hört auch nicht auf zu gewittern. Das ist... Brutalo! Brutalitzki! Schmutzfuß. So. Von hier kamen wir jetzt gerade. Ah, da ist so ein blöder Baum links. Da! Gehen wir jetzt mal hin. Ich hoffe mal, bis der Arsch von hinten holt jetzt uns durch die Schnauze ein. Was? Wer redet da? Was ist das? Schitte! Nein! Get up, Tom! Do! Alter, such deine eigene Muschi! Hau ab, du! Geh nach Hause! Schick dir gleich die Tiervermittlung hin! Dann sehen wir uns nie wieder! Alter! So nicht so eine alte Krücke erschrecken! Donnerlotzi! Du, ich hab eine Taschenlampe und du nicht! Ich hab eine Taschenlampe und du nicht! Ich blende dir die Schnauze weg. Ach nee, du hast doch gar keine. Du bist ja hässlich, das stimmt. So, wir nehmen jetzt mal den kleinen Weg hier. Entlang. Bis jetzt läuft alles gut. Gleich bestimmt nicht mehr. Also, die Rente habe ich schon beantragt. Aber ich hasse das echt. Ich hasse das. Was ist los? Ach, der hechelt. Gott sagen. Hallo, du bist nicht schwanger. Lauf weiter. Der Herr kommt gleich. Ich kenne das von den anderen Slendern. Wenn da Nebel oder so kommt, dann taucht die Sprühwurst einfach irgendwo auf. Mitten vor der Nase. Da vorne ist der Turm. Gut. Das ist aber der gerade Turm von Babel. Ich hoffe mal, den Schlüssel haben wir dafür. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Finger am Po, Mexiko! Lass mich in Ruhe! Geh weg, du blöder Baum! Lass mich in Ruhe! Nein, verschlossen! So ein Shit! Wo kriegen wir jetzt den Schlüssel her? Ist doch kein Schlüsseldienst. Kräuselt das denn jedes Mal? Das gibt's doch nicht. Das ist gar kein Schlüssel. Ich kotze uns essen. So, wo waren wir denn noch nicht? Okay, wir müssen hier wieder zurück. Und dann da oben hin. Würde ich mal vorschlagen. Von meiner Seite aus. Also am Turm vorbei. Also bis jetzt ist ja immer einmal vor die Linse gekommen.
kriegen alle Seiten auf Anhieb. Boah, ist wieder gerade gekräuselt. Hey, Kollege, damit machst du mir keine Angst. Wovon träumst du eigentlich? Ey, der Typ ist doch so ein Alexa. Verschwindibus. Hokus Pokus. Das ist keine Hobbys oder was? Lass mich in Ruhe. Wenn meine Hausmeisterjob nicht zufrieden ist, geh zur Hackfresse. Vermittlung. Stimmt, die Kapelle. Wie? Was war das denn? Was hat denn gerade so blöd getrommelt? Oder hat er gerade gefurzt? Kapelle. Also wenn da der blöde Turm ist, da ist die Kapelle. Ich glaube, das müsste es sein. Jo, wir sind auf dem richtigen Weg. Alles verloren, die Pflaume. Also lieber Herr Hackfressenmann, wenn du dich aufregen möchtest, ich habe für dich extra einen Tampon mitgebracht. Stecke ich dir in den Arsch und dann lässt du mich in Ruhe. Sehr gut. Komm, Alter, lass mich in Ruhe. Ey! Juckt dir der Hahn oder was? Ey! Was ist das denn da nochmal? Hackfresse, hau ab. Leck mich am Arsch. Wo ist er? Der Typ kotzt mich so an hier langsam. Da ist die Kapelle. Wo ist das Tor? Wo ist die Tür? Oh, shit. Gott sei Dank habe ich keinen Durchfall, ey. Alter. Braucht ihr echt gerade die Scheiße im Arsch? Ist das schlimmer als ein Einlauf? Oh, Leute, setzt euch mal davor. Das ist schlimmer als Karussellfahren. Von mir ist zurzeit sowas von angespannt. Wir waren gerade, glaube ich, vier oder fünf Seiten haben. Boah, nicht umdrehen, Alter. Nicht umdrehen. Jetzt rasiert er uns den Rücken, ey. Ah, wo ist denn jetzt das Tor? Alter. Ja, Slenderman, ich bin gnädig, du. Ich will nett sein. Ich möchte gerne deinen Park besuchen. Das ist so schön hier, du. Der ist genauso schön wie du. Das ist ein Riesenkompliment, mein Lieblingsmensch. So. Verschlossen. Ich glaub's nicht. Diese Hackfresse hat bestimmt den ganzen Schlüssel versteckt. Das gibt's nicht. Und pass auf, wenn ich gleich umdrehe, taucht die Sau auf. Kommt bestimmt da unten irgendwo. Das gibt's doch nicht. Das ist verschlossen, ey. Ich reihe hier gleich, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Salomaso. Alter Schwede. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Wie? Was? Alte Kacksau! Alter! Lass mich!
Lass mich, du Sprühwurstgesicht! Lass mich in Ruhe! Alter Schwede! Echt nicht! Das machst du nie wieder, Alter! Das hier, schick dich in die Kadaveranstalt, ey! Können sie Seife aus dir machen! Ja, ja. Kannst du nicht was anderes machen, außer mich zu belästigen? Mir deine Linsensuppe. Oder eine schöne Gulaschkanone, dann bist du wenigstens beschäftigt. Da tue ich aber vorher Abführmittel rein. Mal gucken, so wie der aussieht. Wenn er die Linsensuppe frisst. Ich glaube, die kommt gleich wieder rückwärts hier raus. Oder sie ist also unten. Der hat doch nicht mal einen Darm bestimmt. Pelle, ja, ich war fast überall gewesen. Das kann doch nicht angehen. So, Locket. Habe ich irgendwas vergessen, oder? Das gibt's doch einfach nicht. Da ist dieses hässliche Stachelpark-Ding da. Alter Schwede, du. Ich muss vom Acker, du. Dr. Kawashivas Gehirnficker. Zieh Leine, du. Bleib weg. Jo, ich habe nur leider keinen Knochen dabei oder eine Dose Schappi. Fantose. Komm raus, du Sau. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Du bist die Invasion der Arschgesichter, du. Ich hab keine Angst mehr vor dir. Doch nicht, nein! Nein! Was willst du von mir? Verpiss dich! Hau ab, du! Nein! 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 Huh. Verschwinde! Hau ab, Ravioli-Gesicht! Geh zum Maggi hin, ey! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Alter! Meine Güte. So standen die Haare noch nie zu Berge bei mir. Alter! Fliegen ja freiwillig die Hände gleich ab. Die pellen ja schon ab. Jo. Das war die Überraschungsfolge. The Hound, a real Slender Game. Wie gesagt, zieht euch das Spiel. Spielt es selber. Jo. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bleibt sauber, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder bei Forest. Ciao, liebe Leute.